Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Point-and-Click-Adventure. Ein, wie man aus dem doch sehr stimmungsvollen Intro schon heraushören konnte und sehen, sehr düsteres Thriller-Szenario. Das trifft es ganz gut. Und ja, wir sind sofort mittendrin im Geschehen. Wir wissen nicht, wer wir sind, was wir machen und was weiß der Geier nicht alles. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, reden wir einfach erstmal mit dem Polizisten da. Ihr merkt schon, das ist anders wie bei Scratches. Hier sieht man seinen Protagonist und man hat das ganz, ganz klassisch hier. Ja, Point and Click eben. Legen wir doch einfach mal los. Sieht so aus, als könnte hier jemand einen Kaffee gebrauchen. Allerdings. Hier, für Sie. Danke, das ist echt nett. Sie sind wirklich was Besonderes, Miss McPherson. Ganz anders als Ihre Kollegen. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal unseren Namen. McPherson, zumindest der Nachname. Und frieren Sie mir hier mal nicht fest, ne? Werd mir Mühe geben. Wenn das kein Scheißwetter ist. Meine Fresse. Gestern hatten wir 15 Grad und heute dieser verdammte Schnee. Hatte Schwierigkeiten, überhaupt herzukommen. Der hat aber auch eine dicke Unterlippe, oder? Ja gut, so Wetterverhältnisse sind ja in der heutigen Zeit, kann das schnell mal passieren. Ihr merkt es vielleicht, ich konnte eben entweder rechts oder links drücken. Ich glaube, rechts ist immer so ein bisschen das optionale Gespräch und die Linkstaste, da geht es dann eher weiter. Glaube ich zumindest. Womit haben wir es zu tun? Das Übliche? Ja, immer die gleiche Scheiße. Anonymer Anruf, keine Zeugen und wieder ein totes Mädel. Die sieht allerdings noch wüster aus. Ich dachte mir gleich, dass da wohl euer Kerl am Werk war und hab direkt Miller Bescheid gesagt, sonst niemandem. Okay, und ich denke, ihr hört es auch heraus, ich habe das schon mal gespielt. Das ist allerdings viele, viele Jahre her und das Spiel ist, so viel weiß ich noch, sehr knifflig an manchen Stellen. Also Hängphasen und so wird es trotzdem geben. Und ja, anscheinend sind wir so eine Polizistin. Und wer außer Ihnen war zuerst hier? Miller, vor etwa 10 Minuten. Claire kam ein paar Minuten später. So, und jetzt können wir wieder nachhaken mit der rechten Maustaste. Ich finde, das mal ist mal was anderes gemacht, anstatt so Dialoge, wo man sich erst durchlesen muss, dass das einfach einen relativ schnellen Dialogfluss hat, wenn ich nicht immer dazwischen reden würde. Miller war also der Erste. Und? Hat er es wieder mal geschafft? Und ab. Dieser alte Donutfresser. Oh Mann. Claire war stinksauer und hat ihn erstmal auf den Flur verbannt. Wo ist der Tatort? Sie müssen durch den Eingang, dann die Treppe hoch und sofort rechts. Der Waschlappen neben dem Kühlschrank ist Miller. Aber seien Sie vorsichtig, Miss McPherson. Die Bude ist dermaßen vergammelt und versifft, dass man allein schon beim Angucken der Wände Angst kriegt, sich was zu holen. Tja, dann gehe ich mal hoch und schaue nach, wie es Miller geht. Seien Sie da drin bloß vorsichtig. Tja, ich bin ja die Kaffeetante. Ich meine, mich wird eh jeder lieb haben. Aber bevor wir das machen, möchte ich mich hier doch noch ein bisschen umgucken. Ja, das Spiel auf dem PC erschienen. Gibt zwei Teile davon. Der erste Teil ist sehr, sehr, ja, Thriller, psycho-atmosphärisch, sehr stilvoll. Stilvoll, das Wort habe ich gesucht. Der zweite Teil hingegen, der ist eher so ein, ja, da haben sie ein bisschen zu viel Saw geguckt, meine ich. Aber vielleicht werde ich den auch irgendwann mal spielen. Der hier hat es echt in sich. Also die Story wird noch richtig gut. Vertraut mir einfach mal. Und bevor ich da jetzt reingehe, will ich gucken, was meine Möglichkeiten sind. Also dieser Mauszeiger heißt, ich kann wohin gehen. Der heißt wahrscheinlich, ich kann gar nichts machen. Aber sie geht trotzdem in die Richtung. Zumindest so in etwa. Also ich kann sie überall hinlenken, wo ich möchte. Das ist gut. So. Wenn ich Rechtsklick auf etwas mache, komme ich in mein Inventar. Wir sind nicht nur eine Polizistin, wir sind beim FBI. So, und da steht auch unser voller Name. Victoria McPherson, wenn ich es richtig erkenne. Ein Special Agent. Und ja, wir haben da anscheinend eine grausame Mordserie, die wir aufdecken müssen. Das hier ist unser noch leeres Inventar. So, wenn ich da mal durchswitche, dann können wir uns Berichte angucken von den bereits, ja, von den Opfern, weil man hat aus dem Gespräch rausgehört, hier ist schon leider ein bisschen was draufgegangen an an Menschen, sage ich einfach mal. Wir lesen das auch alles in Ruhe durch, wir haben ja alle Zeit der Welt. In so einem Adventure, wo es um Ermittlungen geht, müssen wir alles in uns aufsaugen. Das hier hingegen, Kapitel 1, die
Anatomie des Dr. Tulps. Ich glaube, das können wir uns schenken. Das ist nochmal eine Story-Zusammenfassung. Das würde ich jetzt nur lesen, wenn wir hängen. Und hier dürfte ich speichern und laden können. Die Option habe ich mir schon angeguckt. Das heißt, hier komme ich raus. Das, was mich jetzt wirklich interessiert, bevor wir uns hier auf den Fall einlassen, sind die Berichte des Gerichtsmediziners. Und das Ganze spielt anscheinend in Chicago. Fall Nummer 2004, das wird auch die Jahreszahl sein, wo es, wo wir gerade spielen. Die Tote heißt Roslyn Checker oder Kecker, je nachdem. Informationsquellen. Erstens Arthur Lee, Hausmeister, Universität von Chicago. Zweitens Thomas Critton, Wachmann, Universität von Chicago. Und ein Officer Victor mit seiner Nummer, Durchwahl 203. Vielleicht können wir den später sogar mal anrufen, wer weiß. Ermittlung. Arthur Lee kam an der Ecke Barclay und Werten auf meinen Patrouillenwagen zugerannt. Hocherregt berichtete er mir von der Entdeckung der Leiche einer unbekannten Frau in der Personaltoilette des Gebäudes für Erwachsenenbildung der Universität von Chicago. Ja, und das ist dann auch der Ort. Nächste Seite heißt das dann wohl. Ja, Zeugenaussagen. Officer Joe nahm Lees Aussage auf. Lee berichtete, er habe die Tote in der Personaltoilette während der Durchführung seiner üblichen Reinigungsrunde gefunden. Ein einzelner Damenschuh fiel ihm auf dem Boden des Toilettenraums auf. Danach sah er die Tote in der Toilettenkabine ganz rechts. Lee konnte niemand unter dem Notruf erreichen, also verließ er den Campus, woraufhin wir ihn trafen. Lee behauptete, dass das Gebäude unter der Woche um 21 Uhr abgeschlossen wird und das Personal normalerweise bis 22 Uhr gegangen ist. Ortsbeschreibung: Die Tote war über die Toilettenschüssel gebeugt, ihr Gesicht war darin eingetaucht. Tränen an der Kleidung des Opfers weisen auf Widerstand hin. Es gab allerdings keine Anzeichen auf sexuelle Gewalt. Die Bluse der Toten war über ihren Kopf gezogen, wahrscheinlich um ihre Arme bewegungsunfähig und das Opfer wehrlos zu machen. Beweismaterial: Es wurden Fingerabdrücke, Haare und Textilfasern von der Spurensuche aufgesammelt. Ein teilweise erhaltener Fußabdruck auf den Rocksaum der Toten wurde fotografiert. Untersuchung der Leiche: Das Opfer hatte Prellungen am Kopf, wahrscheinlich aufgrund der Kanten der Toilettenschüssel. Tiefe Druckstellen am Hals weisen darauf hin, dass das Opfer ertränkt wurde. Tränen auf dem Rock der Toten lassen darauf schließen, dass sie versucht hat, sich gegen den Angreifer zu wehren. Chicago, Büro des Leichenbeschauers, Autopsieberichten, Zeugen. Moment, ist das jetzt schon die nächste? Nee. Checker Roslyn geht's immer noch okay. Weil wir machen einen Cut, also wir machen gleich mit der Story weiter, sobald wir die Akte fertig haben. Ah, das ist die letzte Seite, da sieht man's ja. Victor Shaw, Polizeibeamter der Polizei Chicago, war bei der Autopsie anwesend. Gutachten. Die Todesursache war Ertrinken. Schädeltrauma ist wahrscheinlich auf Widerstand des Opfers zurückzuführen. Druckstellen am Hals und Kehlkopf auf die Bemühungen des Täters, das Opfer zu würgen oder zu kontrollieren. Beides fand vor dem Tod statt. In der Vagina der Toten wurde Sperma gefunden, aber es gibt keine Anzeichen auf ein gewaltsames Eindringen. Toxikologietests zeigten sowohl einen erhöhten Alkoholwert im Blut 0,12 als auch die Anwesenheit von Rohypnol, das in Verbindung mit dem Alkohol dazu geführt haben dürfte, das Opfer außer Gefecht zu setzen. Oh. Es werden auch Restwerte von THC gefunden. Todesart ist Mord. Barry Jefferson, medizinischer Prüfer. Sehr interessant. Wir werden das alles auch lesen noch, die Daten vom zweiten, dritten und vierten Opfer. Allerdings nicht in diesem Part, denn ich möchte euch schon noch im ersten Part noch was vom Spiel an sich zeigen. Ich würde vorschlagen, jeder Part eine Gerichtsmedizinerakte könnten wir so machen, okay? Gut, ich hoffe, ihr seid mit mir einer Meinung. So, also, das Inventar haben wir gecheckt. Hier habe ich ein Aktionsdingens. Okay, mit Restlick komme ich immer ins Inventar, egal wo ich bin. Okay. So, aber wegfahren tun wir natürlich nicht, keine Frage. Ich kann noch nicht gehen. Ich habe hier noch zu tun. Richtig, deswegen gehen wir jetzt da rein. Ich glaube, wenn ihr Doppelklick machen, dann rennt sie für gewöhnlich, aber sie hatte gerade ein Tablett in der Hand, deswegen. Eieiei, das sind das für eine Bruchbude hier. Gut, schauen wir uns hier schon mal um, aber es hieß ja, wir sollen erst noch die Treppe hoch. Also würde mich nicht wundern, wenn hier nichts ist. Ich finde die Grafik eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen. So alt ist das Spiel ja nun auch nicht. Ja gut, 10 Jahre halt, ne? Schon fast, ja. Ne, hier unten ist gar nichts, deswegen wir gehen mal hoch.
So, und da ist schon ein erster Mensch. Da können wir uns auch ein bisschen was angucken. Gehen wir doch mal zu dem. Oder liegt hier noch irgendwo was? Eine Hotspot-Anzeige gibt es anscheinend nicht, aber das macht ja eigentlich auch die Sache umso spannender und leider auch schwieriger. Wow, das erinnert mich an meine Ausbildung, als ich mal nach dem Mittagessen beim Hindernisrennen mitgemacht habe. Da kam aber auch alles hoch, sogar noch das Frühstück. Nette Mischung aus Pizza und Toast. Davon wird mir bestimmt nicht besser. Hier, damit geht's gleich besser. Vielleicht auch nicht. Miller, Sie sollten es aufgeben. Sie und Leichen sind wie Tag und Nacht. Nächstes Mal warten Sie lieber, bis wir da sind, anstatt ständig auf die Beweisstücke zu göbeln. Geht in Ordnung, Agent McPherson. Noch der arme Miller. Aber da merkt man schon, dass Victoria eine Knallhatte ist. Und hören Sie endlich mit diesem blöden Agent McPherson auf. Ist Victoria so schwer zu behalten? Okay. Victoria. Nur so aus Neugier. Wo ist die Ladung denn diesmal hingegangen? Ins Klo. Könnten wir nicht das Thema wechseln? Auweia. Schon zum zweiten Mal. Claire muss außer sich vor Freude sein. Die will mich wohl eher umbringen. Sie drohte mir, mich an den Geländewagen zu binden und durch die Stadt zu schleifen. Ja, ich möchte den Dialog gar nicht mehr großartig unterbrechen. Nur noch einmal zur Info, ich mache immer erst den Rechtsklick und dann den Linksklick. Also wir verpassen von dem Gespräch rein gar nichts. Ja, und mit was haben wir es zu tun? Das war eindeutig unser Mann. Das Opfer liegt in der alten Badewanne. Das Wasser da drin ist gefroren. Ich konnte nicht viel erkennen. War wahrscheinlich auch besser so. Wo ist Claire? Wie hieß noch der Indianerspruch? Gestank folgen. Kleines, dickes Bleichgesicht finden. Mensch, Miller, danach ist mir heute nicht. Entschuldigung. Sie ist im Badezimmer. Den Flur ganz runter und dann links durch die Tür. Sie arbeitet bei der Leiche. Ich glaube, sie wollte, dass Sie sich mal in der Wohnung umschauen. Hier, die Kamera. Claire will mich hier nicht haben. Sie werden also auch Fotos machen müssen. Alles klar, das machen wir doch gerne. Wir bekommen eine schicke Kamera. Na super. Ah, nur keine Panik. Bis gleich. Und dem geht's echt nicht gut. So, kann ich nochmal mit dir reden? Na gut, da ist die Kamera. Eine Lombartech 35mm Kamera macht hochwertige Bilder. Was ist, wenn ich die anklicke? Dann kriegen wir neue Möglichkeiten. Wir können entweder das angucken. Ja, dann können wir das schön drehen. Das wird vielleicht auch mal wichtig, wenn wir das mit den Gegenständen machen können. Oder wir benutzen das Teil. Vielleicht auch nicht. Das heißt doch bestimmt benutzen, oder? Okay, geht aber im Moment nicht. Gut, Ich lasse ihn besser in Ruhe. Okay, wir lassen ihn besser in Ruhe. So, da sollten wir natürlich hin. Bevor ich das mache, gucke ich aber nochmal. Ich muss erstmal ihren blöden Kaffee loswerden. So kann die natürlich auch keine Kamera verwenden. Naja, zwei Kaffees hat sie noch, also werden wir wohl noch der einen geben und vielleicht uns selber noch einen. Oder vielleicht ist ja noch jemand sonst. Aber wir schauen uns erst noch hier sonst wo um. Ich mag einfach so erwachsene Adventures. Damit kann ich viel mehr anfangen wie mit den sonstigen Point-and-Clicks, die so beliebt sind. Ihr wisst bestimmt, welche ich meine. Das haben Sie fantastisch hingekriegt. Was für eine Aussicht! ja, sie ist manchmal richtig witzig. Diese Tür wurde zugenagelt. Und zwar gründlich. Ja, da ist wohl kein Durchkommen möglich. Okay, sonst ist hier nichts. Dann gehen wir wieder. Gut, hier ist nichts. Da ist nichts. Dann werden wir wohl wirklich zum Tatort müssen, ne? Schauen wir doch mal, was wir dann dort erreichen können. Ich weiß es selbst ehrlich gesagt so gut wie nichts mehr. Ich kenne zwar die Story noch, aber so den Ablauf und so, der ist mir schon wieder entfallen. Hallo, ist da niemand? Tja, anscheinend noch nicht, ne? Seltsam. Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Das ist schon mysteriös. Willst du da nicht ein Bild machen? Aber nein, ich glaube, sie muss wirklich erst den blöden... Ja, okay.
Kaffee loswerden und da ist Blut. Blut. Wahrscheinlich vom Opfer. Gut möglich. Vielleicht hat er auch Müller Nasenbluten. Ich weiß es nicht. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Aha, okay. Ist das ein Hinweis? Nee, wir müssen erstmal weiter. So einen Saustall habe ich selten gesehen. In der Tat. So, hier sieht es ja auch richtig creepy aus zum Teil. Ja, mal schauen. Seltsam. Eine saubere Stelle in diesem Saustall. Müssen wir uns auch noch angucken. Ach, die drei Sechsen mal wieder. Toll. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Damit kann man einiges entdecken, wenn man den richtigen Filter benutzt. Ja, Vic. Vicky. Darf ich sie Vicky nennen? Naja, ich glaube nicht. Gut, dann raus hier. Ich will endlich dieses blöde Kaffeetablett loswerden. Da geht ja gar nichts ansonsten. Oh, guck mal, eine Ratti. Oh, wie süß. Oi. Ja, ich mag Ratten. Also, naja. Da kann ich nichts machen, da kann ich nichts gucken. Dann mal hier weiter. Creepy. Na, wenn das keine tolle Weihnachtsdekoration ist. Ja, perfekt. Lasst uns ein Weihnachtsfest veranstalten hier. Das wird das schönste Fest aller Zeiten. Ah, da hinten ist jemand. Das wird wohl auch unser Badezimmer sein, wo wir hin sollen. Gut, gut. Da kannst du noch was gucken. Claires Koffer. Mit all ihren Instrumenten. Okay. Mhm. Ja, dann gehen wir doch mal zu Claire. Hallo, Clarice. Und was haben wir Schönes? Alles, was das Herz erfreut. Einen Idioten, der erstmal jeden Tatort vollkotzt. Zu wenig Personal, weil ich die einzig Blöde bin, die in den Ferien arbeitet. Einen kalten Hintern, eine festgefrorene Leiche. Reicht dir das? Kaffee gefällig? Ja, bitte. Kein Wunder, dass du meine beste Schülerin warst. Musst du eigentlich immer so ruppig zu Miller sein? Wie bitte? Ich wühle hier schon zum zweiten Mal in seiner Kotze rum, um nach etwaigen Indizien zu suchen. Und da soll ich nicht ruppig sein dürfen? Ich glaube, ich spinne. Irgendwie verständlich, oder? Und wie kann ich dir helfen? Schau du dich nach Indizien um. Ich habe schon genug Zeit verschwendet, um die Leiche für den Fleischtransport vorzubereiten. Du weißt ja, was für eine Sauerei das sonst gibt. Ich glaube übrigens, ich habe beim Reinkommen Blutflecke gesehen. Damit könntest du anfangen. Und vergiss nicht, immer ein Foto zu machen, bevor du was einsammelst. Die Instrumente findest du in meinem Koffer. Der steht da, wo früher meine Küche war. Wenn du die Indizien hast, kannst du mir hier noch helfen. Ich weiß, dass ich eigentlich mit anfassen sollte, aber ich glaube, ich bin hier dann doch etwas überfordert. Vicky McPherson überfordert? Das wäre aber das erste Mal. Wo hast du das denn her? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin urlaubsreif. Herzchen, du kannst sie nicht immer schnappen, bevor nicht zwei oder drei dran glauben mussten. Weiß ich ja. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Clarice. Hör endlich damit auf. Ja, das mag sie wohl nicht. Gut, dann können wir doch das blöde Tablett endlich weglegen, hoffe ich doch. Danke. Trink ihn selbst. Gute Idee. Und schnapp dir dein Werkzeug, denn das werden wir, soweit ich mich erinnern kann, oft gebrauchen. Richtig schöne Spielereien kriegen wir da jetzt. Was das Spiel auch sehr spielenswert macht. So. So, wir kriegen dazu noch jede Menge Erklärungen, glaube ich. Vielleicht sollte ich mal anfangen, nach Hinweisen zu suchen. Ja, nur mit der Ruhe. So, das sehen wir es nämlich. Luminol, eine Chemikalie zum Identifizieren von Blutflecken, die das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Ein Schwarzlichtfilter schafft eine Schwarzlichtumgebung. Und hier haben wir einen Film. Lombardech 35mm der 400 Gold Serie. Kann ich das miteinander verknüpfen? Aha, da haben wir ein Kombinieren-Symbol. Jetzt macht das schon mehr Sinn. Ab jetzt können wir auch Bilder machen. Hier haben wir noch eine Pinzette, ein nützliches Werkzeug zum Einsammeln von Haarproben und anderen kleinen Objekten. Und forensische Tupfer. Tupfer zum Aufnehmen von Blut oder Spermaproben.
Gut, mit unserem Spielzeug ausgerüstet, darf ich hier nochmal reingucken oder nochmal mit Claire reden, ansonsten... Vielleicht sollte ich mal anfangen, nach Hinweisen zu suchen. Natürlich, ich dachte, wir dürften uns auch jetzt schon die Ermordete uns anschauen, aber anscheinend geht das nicht. So, jetzt können wir... Ach nee, das scheint was anderes zu bedeuten. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel benutze mit vielleicht nur, wenn ich davor stehe? Das weiß ich jetzt nicht mehr so 100%, aber ich werde es rausfinden. Allerdings, werte Freunde, erst das nächste Mal. Ja, das war der erste Part von Still Life. Wie üblich hier auf dem Retro-Kanal wechselt es sich mit den anderen laufenden Projekten ab. Ich hoffe, ihr habt bei diesem ersten Part Gefallen gefunden. Natürlich haben wir jetzt noch nicht so viel erlebt, aber... Es war doch eine schöne Einführung, möchte ich meinen. Freut euch mit mir auf ein sehr düsteres Thriller-Adventure mit teilweise richtig knackigen Rätseln, aber auch einer sehr interessanten Geschichte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Still Life.